So, damit begrüße ich euch zum letzten Mal in dem Jahr 2020 zu einem kleinen persönlichen Jahresrückblick. Ja, gestern habt ihr schon mein Spielejahr gesehen, habt auch meine Meinung hoffentlich dann auch gehört und auch meine Top 5 gesehen. Heute geht es um das Persönliche, also nicht um irgendwelche Spiele. Okay, vielleicht kann ich da was noch einbeziehen, sondern wie es ja für mich persönlich gelaufen ist. Und ich würde sagen, wir verschwenden jetzt keine weitere Zeit. Im Hintergrund habe ich jetzt irgendein Gameplay laufen lassen, irgendwelchen Spielen. Ich muss sagen, das Jahr persönlich 2020, abgesehen jetzt von der ganzen Katastrophe Covid-19 und dem ganzen Kram, muss ich sagen, hat das Jahr Höhen und Tiefen erlebt. Und ich sag's mal so, also die ersten Tage, Wochen, Monate so vom Jahr waren eher mau. Habe ich mich eher nicht so hundertprozentig gefühlt. Da war ich auch, ja, sagen wir eher demotiviert. Aber dann, als der erste Lockdown kam, gebe ich zu, habe ich die Zeit genutzt, um wieder ein bisschen Motivation zu tanken. Entschuldigung. Und ehrlich gesagt, wirklich, ich muss sagen, der Lockdown hat mir echt gut getan. Weil ich konnte zumindest ein bisschen Motivation tanken, Kräfte sammeln, das Ganze oder wieder wirklich motiviert in die Sache rangehen. Weil das war mein Problem in der Vergangenheit, dass ich mal so wirklich eine Phase hatte, wo ich absolut down war, nichts machen wollte. Hauptsache, das ging irgendwie vorbei. Aber der erste Lockdown hat wirklich echt gut getan. Ich habe auch viel die Zeit auch genutzt, um auch ein bisschen, ja, über bestimmte Sachen nachzudenken, wie ich mir die Zukunft vorstelle. Das Ganze. Ja, die nächsten Monate, da auch mit den Sommerferien und das Ganze, war ich auch relativ gechillt. Wirklich, das war die gechillteste Phase, die ich je erlebt habe. Und dann wo ich 18. Ja, heute, also nicht heute, sondern dieses Jahr bin ich 18 geworden. Das ist eines der schöneren Sachen, die dieses Jahr passiert sind. Und ich muss sagen, es fühlt sich gut. Es fühlt sich schon ein bisschen anders an, weil jetzt hat man ja mehr Verantwortung, das Ganze. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so mit 18, boah, der Große kommt noch auf mich zu. Das wird ja nächstes Jahr erst alles vorkommen. Aber ich weiß nicht, ob ich das alles sagen soll. Ihr merkt schon, ziemlich unvorbereitet, aber das soll ja auch ein One-Take-Video sein, was so direkt aus mich rausgeschossen kommt, was ich so gerade denke. Kommt für mich einfach viel authentischer gerade rüber bei so einem persönlichen Jahresrückblick. Mache ich mal eben schnell weiter. Wo waren wir da? Genau, nach den Sommerferien. Ja, nach dem Geburtstag hatte ich auch so eine kleine Schwächephase. Da ging es auch in die erste Klausurphase hinein. Die habe ich, sagen wir es mal so, eigentlich versemmelt. Denn mein Problem ist halt einfach gewesen, das vernünftig zu lernen, das zu verstehen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch Mathe verkackt. Was habe ich noch eigentlich verkackt? Genau, ich glaube, sonst habe ich eigentlich, muss ich kurz überlegen. Genau, Deutsch habe ich verkackt, aber Deutsch ist sowieso ein Fach, was ich überhaupt nicht kann. Klingt doof als Deutscher, aber lass mich kurz erklären. Also, mein Problem mit dem Fach Deutsch ist einfach, dass die Bücher, die wir immer da lesen müssen, mich überhaupt nicht interessieren. Wirklich, ich mag das Thema nicht. Das gefällt mir einfach alles nicht. Wirklich, überhaupt nicht. Habe ich absolut keine Lust drauf. Und dann bin ich in dieser Motivationsphase, wie ihr es gemerkt habt. Und dann kann ich es mir nicht merken, weil ich dann einfach kein Interesse habe, eigentlich das Buch zu lesen. Und das ist vielleicht eins der Probleme in dem Fach. Das kriege ich aber nie weg, weil die Bücher halt eben sind. Denke ich mir auch nur so, warum? Warum muss man solche Bücher lesen? Warum kann man nicht was Vernünftiges machen? Wäre echt viel wichtiger. Ich muss aber sagen, manche Fächer waren wieder eigentlich relativ in Ordnung. Also, eins dieser Fächer war Englisch zum Beispiel. Habe ich mich relativ gut angestellt bei der mündlichen Prüfung. Aber dann, als die Klausurphase vorbei war und ich die Noten auch bekommen habe, so die letzten Noten, so 2, 3, so in dem Bereich, die haben mir minimal Motivation gegeben, nur minimal, nochmal das Schuljahr gut zu beenden. Auch wenn ich sagen muss, am Ende ließ die Motivation ein bisschen nach, da war ich auch, hatte ich auch absolut wenig Lust, auf die zweite Klausurphase mich noch vorzubereiten. Die war auch ganz schön anstrengend. Ich weiß noch eine Klausur, die ich dann geschrieben habe und danach noch ein Vorstellungsgespräch zum Beispiel hatte. Das war ich auch sehr lustig. Aber dann kam ja jetzt der zweite Lockdown. Oder der harte Lockdown, wie sie es immer nennen. Ja. Habe ich natürlich auch ein bisschen, um wieder, ja, Motivation zu sammeln. Einfach um einen Schub zu haben, noch Vollgas zu geben.
Ja, also im Grunde, das war so das Schulische. Das gibt es immer noch. Aber wie gesagt, nächstes Jahr wird es ein bisschen anstrengend, weil ich dann halt in die Abiturphase gehe. Ich glaube, dann könnt ihr euch auch schon einstellen, dass dann weniger Videos kommen werden, weil ich mich halt eben darauf vorbereiten muss. Eine weitere Sache, wo ich mich vorbereiten muss, ja, ist eigentlich noch der restliche Kram. Halt Ausbildungsstelle, Führerschein, das Ganze muss auch noch gemacht werden. Also deswegen könnte schon mal einstellen, dass nächstes Jahr zumindest bis zum gewissen Punkt etwas weniger Videos kommen werden. Außer ich habe wirklich wenig zu tun, dann werde ich wirklich versuchen, Videos rauszupumpen. Ja, was gibt es noch zu erwähnen? Genau, YouTube. Kommen wir nochmal zu YouTube. Muss sagen, dieses Jahr hat richtig Spaß gemacht, YouTube. Das klingt komisch, mit den geringen Aufrufzahlen, die ich ja habe, habe ich auch kein Problem mit. Ich sag's ganz ehrlich, ich erwarte auch nicht so viel. Weil, wenn ich jetzt so viel erwarte bei dem Content, den ich mache, weiß nicht, dann bin ich einfach nur ein blöder Träumer. Weil eigentlich kannst du mit dem Content nicht so viele Aufrufe generieren. Das ist einfach so, weil die Fanbase einfach nicht so 100% da ist. Kommt mir zumindest so rüber. Ich muss aber zugeben, dass dieses Jahr wirklich Spaß gemacht hat, weil ich habe dieses Jahr die 100 Abo-Marke geknackt. Also nochmal vielen Dank an all die Leute, die meinen Kanal abonniert haben. Ihr seid echt die allerbesten. Und ich muss sagen, die Aufrufe haben mich teilweise auch richtig motiviert. Ich hatte auch Videos drin, die haben zwischendurch mal 1000 Aufrufe, 2000 Aufrufe so. Echt ganz nett so. Das hat echt gebockt. Das fand ich echt krass. Zudem habe ich dieses Jahr auch einen englischen Kanal gestartet. Der ist auch relativ okay angekommen. Hat jetzt auch schon so knapp 75 Abos, glaube ich. Nach nicht mal einem Jahr. Das ist für mich persönlich ein Rekord. Weil so schnell habe ich es noch nie geschafft, Abos zu generieren. Also, gut, ich kann mich jetzt schlecht hier an die englischen Abos noch bedanken. Also, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also, das sind auch einfach die besten. Ich muss da wirklich zugeben, dass der Content, den ich mache, auch mir persönlich gerade viel Spaß macht, weil ich jetzt auch so einen Weg gefunden habe, das beides zu trennen. Ich habe es halt geschafft, jetzt die Retro-Spiele eindeutig einzuordnen, also halt die Spiele von Generationen der PS3 und Xbox 360 abwärts. Die modernen Spiele kann ich auch auf den englischen Kanal bringen. Also ich habe, wie gesagt, eine gute Möglichkeit jetzt gefunden, also Retro auf dem Deutschen und modern auf Englisch. So gefällt es mir eigentlich so. Diese Trennung so, das ist eigentlich nicht schlecht. Gefällt mir persönlich sehr. Macht mir auch Spaß. Und so kann es eigentlich auch weitergehen ins nächste Jahr. Habe ich auch ein paar Projekte in der Pipeline. Ich habe zwei oder drei Projekte, die ich noch nicht nenne. Einfach mal ein kleiner Überraschungsfaktor. Die ich gerne durchziehen werde. Und werden möchte. Oder möchte so. Genau. Ihr wisst, was ich meine. Also wie gesagt, ich habe ein paar Projekte in der Pipeline, die ich nächstes Jahr noch bringen möchte, die auch für mich so dann kleine Motivation sein können und hoffentlich euch auch gefallen werden. Ich muss noch ein paar Sachen regeln, bevor wir damit richtig anfangen können, aber das werdet ihr dann merken, wenn ich damit anfange. So, das war so im Grunde der YouTube-Rückblick und der Schulrückblick. Was können wir noch? Ja, genau, Sachen, die ich mir noch so gegönnt habe dieses Jahr. Also, das kommt nicht dran. Ich möchte nochmal kurz meine Karte so reden, denn ich, wie manche vielleicht wissen, fahre ich im Kart. Ich muss sagen, diese Karte so war eine Probierphase, sagen wir es mal so, weil ich sag's nur so, ich bin ja diese Saison zum letzten Mal in der Meisterschaft gefahren, wo ich normalerweise gefahren bin. Nehmen wir jetzt mal keinen Namen, vor wieder Beef kommt, so bla bla bla, falls das irgendwer hier sehen sollte. Es war eine Saison. Also wirklich, es war eine Saison eigentlich zu vergessen. Ich hatte ein paar nette Rennen dabei. Ich erinnere mich nach einem Kerpenrennen. Da hat es mitten im Rennen auf einmal angefangen zu regnen. Und wir mussten alle mit Slicks fahren. Da habe ich einfach im Regen noch zwei Positionen gut gemacht, was mich sehr gefreut hat im Nachhinein. Das war wirklich so ein geiles Ding. Oder auch, das war Bilzen, glaube ich. Oder war es Bilzen? Ich glaube, es war Bilzen. Wo ich eine relativ gute Pace hatte. Das war auch draußen. Ich hatte wirklich eine gute Pace und dann platzte mir der Reifen. Und dann hatte ich einfach keine Lust mehr, weil
Das war eine einmalige Gelegenheit, nochmal aufs Podium zu fahren, da zumindest, oder zumindest nochmal da beweisen zu können, dass ich da richtig schnell bin. Aber leider, naja, was soll man dazu sagen? Einfach nur scheiße, was da passiert ist. Ist mies, kann ich jetzt noch nicht ändern, ist Teil der Lebenserfahrung, denke ich mal. Ja, und dann habe ich noch andere Sachen probiert, zum Beispiel in Belgien. Da gibt es auch diese Rennen, die man so fahren kann, diese Gold Cup Rennen. Und da habe ich auch mal mitgemacht, das war auch eine nette Erfahrung. Konnte ich auch ein bisschen mal gucken, wie die anderen so fahren. Bin jetzt nicht einer der schnellsten dort, aber das sind auch einfach absolute Leute drin. Also es sind einfach Leute drin, die einfach fast Aliens sind. Also, um das mal nett auszudrücken. Naja, aber wie gesagt, die Karte ist auch an sich zu vergessen. Nächstes Jahr hoffe ich, dass wir vielleicht was Gutes finden. Und dass wir dann auch einfach uns noch so ein bisschen spaßig weiterentwickeln können. Ich habe ja kommen noch ein paar nette Sachen noch, die wir noch erledigen werden. So, auch das haben wir erledigt. Jetzt überlege ich mal kurz, was ich noch erwähnen könnte, so bevor wir zum Schluss kommen. Es gibt an sich jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich habe keine großen Sachen mehr zu erwähnen. Ich mache jetzt zum Schluss. Also, der Schluss ist ein bisschen ausführlicher, denke ich mal. Ich möchte mich in erster Linie bei all meinen Zuschauern bedanken, die dieses Jahr so wunderschön gemacht haben. Wirklich, ich muss echt loswerden. Das war eine absolute Klasse, was ihr geleistet habt. Ihr seid wirklich die Besten. Wirklich, hoffentlich hält das noch im nächsten Jahr so durch. Wäre echt schön von euch. Also, das würde meine Laune noch mehr besser machen, falls ich dann euch glücklich machen kann. Dann noch ein großer Dank an all meine Freunde, die ich habe. Also zum Beispiel Pascal, Milan, Veko, Dustin, Co. Wirklich, ihr seid auch absolut die Besten. Ich bin froh, dass wir es dieses Jahr durchgehalten haben, dass wir einige lustige Sessions dabei hatten. Und es wirklich, das machen wir nächstes Jahr auf jeden Fall weiter so. Das soll ja noch weitergehen. Ich glaube, da werden wir auch ein paar lustige Sachen zusammen machen. Und dann noch ein großes Danke an, ja, quasi neue Kollegen, die ich jetzt gefunden habe. Ich nenne es mal Freunde, zum Beispiel ein anderer Johannes, also The Real Kaira, kennt ihr wahrscheinlich noch. Auch ein Ehrenmann. Gemeinsam mit noch ein paar anderen Kollegen. Wirklich, das hat den Dezember wirklich schön gemacht. Neue Freunde kennenzulernen, ein bisschen mehr Spaß zu haben, so dies, das. Und das hat echt gebockt. Wirklich, ich freue mich echt, dass es geklappt hat und dass wir jetzt alle zusammen, so als Gruppe, mit den Freunden, die ich schon sehr lange kenne, also Pascal, Milan, Veko, Dustin, Co. und jetzt den neuen, dass wir jetzt so eine Chemie herstellen. Das ist so richtig schön. Also es macht echt Spaß. Hoffentlich bleibt das auch langfristig so. Und ja, damit sind wir auch am Ende gekommen. Wirklich nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit dem Jahr 2020 von meiner Seite aus. Und ich verabschiede mich jetzt und ich gönne mir jetzt erstmal ein bisschen Urlaub. Und ich muss noch das englische Video drehen. Ich drehe noch das englische Video und dann gönne ich mir ein bisschen Freizeit. Und bis dahin, also bis zum nächsten Video dann 2021. Macht's gut und ciao. Und bleibt auf jeden Fall gesund, munter und guckt, dass ihr eure Ziele erfüllen könnt fürs nächste Jahr.